böse Pflanze, böse. Wow, die Wolken sind rot. Warum? Ach, ich sehe den Himmel, ich sehe den Weltraum. Was ist denn das Schönes? Frostwurz. Ich glaube, auf diesem Planeten ist nicht mehr viel. Nicht viel. Oh, 25.000 Units, okay. Dioxid lädt mein Dings auf. Das ist gut zu wissen. Eine Warpzelle? Warte mal. Ach, er hat alle drei Warpzellen, die ich hatte, direkt ins Raumschiff gebracht. Okay, also ich muss mehr Warpzellen herstellen. Antimateriegehäuse und Antimaterie. Wie viel Antimaterie habe ich noch? Zwei. Ich könnte aber Antimaterie herstellen. So. Jetzt haben wir erstmal genug Treibstoff. Ah, hier ist noch genug drin. Okay. Hier sind seltsame Kräfte am Werk. Mir wurden Nachrichten hinterlassen. Brotkrumm, die mich auf einen Weg führen. Soll ich nach den Antworten suchen? Soll ich diese Anomalien und Brüche untersuchen oder soll ich diese Galaxie nach eigenem Ermessen genießen und diesen sicheren Problemen aus dem Weg gehen? Tja. Kann ich denn trotzdem... Kann ich das denn trotzdem dann nachgehen? Ich will eigentlich frei erkunden. So ein klassisches Let's Play wäre ja jetzt, wenn ich wirklich nur Quest für Quest mache. Ich kann aber auch frei erkunden. Der Weg des Atlas, erkunde die Galaxie. Oh. Genieße die Reise. Alles klar. Genieße die Reise. So. Wir genießen jetzt die Reise ohne Stress, ohne die Verfügung. Einfach Salz, Ammoniak, Kupf. Oh.
Du bist hier. So, bis hierhin ging's wohl und jetzt kann ich aber frei erkunden. Kann ich wirklich frei erkunden? Ja. Kann ich. Indiumantrieb erforderlich. Eine Menge Ziele. Heimatbasis steht ja immer noch da. Ja, wie geil ist das denn? Da könnte ich nochmal zurückfliegen und Salz bauen, ne? Salz abbauen. Emeril, Cadmium. Außerhalb der Sprungreichweite. Ah, ich glaube 150 ist mein Limit, oder? Ne, 100 ist mein Limit, scheint mein Limit zu sein. Ja. Okay, ich bin hier. Das ist ein großes System. Meine Heimatbasis? Hä? Heimatbasis. Reise beginnen. Ist zu weit. Ist zu weit weg. Von dem Planeten komme ich. Ich könnte noch mal zur Raumstation fliegen. War ich nicht auf dem Planeten? Aber was soll ich auf der Raumstation? Ein- und An- und Verkauf betreiben? Kann ich hier irgendwas wegschmeißen? Aber ich habe doch Technologiemodule. Aber warum sollte ich mir das hier... Wieso hat mein Werkzeug 24 Plätze? Hat das Sinn? Ich bin da. Azuman. Wo ist denn diese Riesensonne? Ja, da brauche ich ganz andere Antriebe für.
Sprich mit dem Kommandanten. Die Lebensform, bei der es sich um den Kechten gefragt haben muss, scheint sich dir allein mit Handzeichen heißt sie mich an Bord willkommen. Ich komme an Bord. Vielleicht reparierst du ja mein Schiff, das wäre total super. Mein Schiff ist kaputt. Mein Schiff. Ich muss meine Schilder aufladen. Nö. Hä? Schilder sind in Ordnung. Ich brauche doch einen Raketenwerfer. Ich muss mein Schiff ein bisschen pimpen. Wow, an Bord eines riesigen Frachters.
Das ist mal cool. Erstmal auf die Brücke. Zum Captain. Der Captain. Captain Wieg. Man muss sich ja erstmal beim Captain vorstellen, ne? Hallo. Guten Tag. Lichter flackern schnell über das Visier der Lebensform und sie nickt fast unmerklich nach vorn. Sie scheint mir Dankbarkeit zu zeigen. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfeldes. Als wolle er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Ich übernehme doch jetzt keinen riesen Frachter. Oder? Gucken, was passiert. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Vielleicht war die Last des Kommandos zu viel für ihn geworden. Das Schiff und seine Crew stehen nun zu meiner Verfügung, ebenso wie das Kommando über die Unterstützungsfregatte des Frachters. Alter! Neuer Frachter! Was ist mit meinem ganzen Zeug? Frachterhype. Okay, ich übernehme den mal. Frachter bieten zusätzlichen Inventarplatz im Hangar des Frachters? Was? Ich bin jetzt Frachterkapitän. Alter Vater. Hallo, ich bin der Neue. Der Korvax ist erfreut, Routen für den reisenden Kapitän kalkulieren zu dürfen. Ein Flottenkommandoraum. Flotte verwalten. Ach du Scheiße. Schiff. Was ist das denn jetzt? Okay, ja. Okay. Frachter Warpkarte. Station der Galaktischen Kommission. Was ist das denn? Schwarmintelligenz. Die Unantastbarkeit der Natur. Das letzte Stück. Kalorienreich. Okay. Na toll, ich wollte mich nur vorstellen und jetzt habe ich den Frachter geerbt. Und du bist? Niemand. Okay. Sprich mit dem Navigator des Frachters. Hm.
baue eine Basis in deinem Frachter. Der Baubereich befindet sich zwischen dem Hangar und der Brücke. Erweitere den Bereich. Warte. Baubereich, okay. Hier soll ich das bauen? Ich habe einen Frachter geerbt. Okay, das hier scheint der Baubereich zu sein, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Nichts. Okay, das heißt. Ja, gut. Dann bauen wir hier so ein Dings hin. Frachterkomponenten. Flottenkommandoraum. Was fehlt mir denn? Silber. Dann gehe ich mal ein bisschen Silber farmen, würde ich sagen, ne? Nee. Jetzt verlaufe ich mich hier in meinem eigenen Frachter. Warte mal, den könnte ich doch auch hier bauen, oder? Großer Frachterraum. Okay. Gut. Silberfarm. Ja, guten Tag. Ich bin der Captain. Tja, toll, mein Kampffrachter. Gehen wir mal ein bisschen Silber sammeln. Tritium. Silber, okay. Gold. Ich brauche aber Silber. Und ich brauche eine vernünftige Bewachung in meinem Schiff. Habe ich gerade festgestellt, während des Gefechts. Thank you.
das ist alles Tritium. Klar, baue ich mir jetzt erstmal die Basis hier auf dem Schiff, aber dann gucke ich mir natürlich auch das Planetensystem an. Ja. Tritium, brauch Silber. Aber mir fehlt ja nicht mehr viel Silber, ne? Ich glaube, ich habe genug. Dein Hauptschiff. Kollegen, habe ich euch auf mein Schiff eingeladen, sag mal? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, Freunde. Aber okay, ist okay. So, wir bauen jetzt den Kommandoraum hier rein. Wieso fehlen mir 3 Silber? Unglaublich.